Da bin ich. Mit dem 12. Tag. So, ich bin nicht in meiner Kutsche. Das finde ich nicht cool. Aber ich habe null Dinger. Also kann ich jetzt einfach auf Embark Once more drücken. into the maelstrom, in search of what hope yet remains. Hoffnung, ja. Mal gucken, ob wir die heute finden. You must face your failures or be consumed by them. Jetzt ist es wahrscheinlich sehr hoch die Chance, dass unsere beiden Helden, Daniel und Alexander der Erste, dass sie tot sind. We had managed to grasp a thread of connective worship that stretched across vast gulfs of time and tribe, but we did not understand it. The crossroads, where lost souls hope to find their way. Ja, der komische Bounty Hunter wird immer noch nicht angezeigt. Der Plague Doctor heißt Paracelsus. Ja, also sind die Helden mit diesem Memory, was wir da irgendwie unlocked haben, jetzt tot? Das ist nicht cool. Na gut. So, wen habe ich denn letztens abgegradet? Ich glaube Dismiss, ja. Hunted, harried. A fugitive seeking to outpace the past. Deswegen ist er ein Fugitive, weil er aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Pride. More devastating than the horrors of 100 campaigns. A sister of battle. Repudiated, but unbowed. So, als erstes die Namen, bevor ich das vergesse. So, welche Fähigkeiten möchte ich? Auf jeden Fall immer Retribution für ihn. Er ist ein Field Surgeon und er startet mit irgendwas. Werde nicht schlauer. Es gibt kein Symbol, was so aussieht wie das. Sehr hilfreich. Nervous. 5% mehr Meltdown-Chance, aber ein Tempo mehr. Aha. Ah, ich nehme wieder ihn als den Wanderer. Ah ja, er hat jetzt neue Sachen. Ah ja, diese Tabelle hier. Davon würde er nur profitieren, wenn er immer an der ersten Stelle steht. Und hier wäre Range für ihn besser. Dann lasse ich ihn auch auf Wanderer. Okay, das ist gut. Oh boy. So, welche Fähigkeiten von ihm waren gut? War Open Vein interessant? Ja. Na, eigentlich waren die beiden Fähigkeiten gut, aber... Was mache ich weg? Tracking Shot oder Take Aim? Ich würde sagen Taking Aim. So. Der Daniel. Physician. Nee, das hört sich kacke an.
glaube, ich nehme den Alchemisten. Ja, dann muss ich wohl diesmal in diesen Vetter-Bereich gehen. So, Cindy, sie kriegt Heilung. Das macht alles Negative weg. Ach ne, Heilung hat sie ja immer, genau. Photomaniac. Sie kriegt also Dodge, wenn die Flamme hell ist. Ja. Ich werde sie auch mal als Wanderer lassen. Oh, The Uneasy Suspects, so heißen die, okay. Mal gucken, wie uneasy das hier noch wird. The time for denial has passed. The point of no return welcomes you with open arms. The bulwark of your denial is giving way. Mein Denial, okay. War die Voice Line richtig? Let us hope to finish this quickly. Quickly indeed. One less obstacle in our path. Prepare to die. Boom. Another impediment cleared with impunity. Push on to the inn. Rest and resupply await you. Also ich glaube nicht, dass man das hier als Rest bezeichnen kann, wenn man hier im Valley fertig ist. There are yet places such as this, where a little light still gathers. So, was nehme ich denn mit? Spend what you can, for wealth no longer has meaning. If indeed it ever did. Ah ja, die ganzen Sachen habe ich. Oh boy. Anything that lets us travel further is worth the cost. Aha, da stecken, stacken unsere Ressourcen besser. Erhöhte Resolut-Chance, wenn ich einfach ganz viel Essen mit mir rumtrage. Ah, auch interessant. Ich glaube, das hier werde ich mir direkt kaufen. Oder? Nee, ich spare lieber für richtig gute Sachen später. So, dann gucke ich jetzt aber erstmal, was ich hier für Trinkets ausrüsten kann. Apply to attacker when hit. Was soll das bedeuten? Einfach nur, wenn ich einen Gegner treffe? Oder nachdem ich jemanden angreife, wenn ich vorher gehittet wurde? Ich wünschte, ich könnte die Dinger hier verkaufen, aber... Apply on hit, dass ich einen Gegner nicht bewegen kann. Joa... Ich glaube, das würde ich Alex... der Adrian geben, Entschuldigung. Dass sie apply und hit weak.
Das, ja, das kriegt er. Turn End, convert Dodge zu einem besseren Dodge. Wer hat denn Dodge? Hat Cindy das? Nee. Her positive token. Dann kriegt Leandro das. Und bei den beiden, weiß ich nicht, die würde ich lieber nicht ausrüsten. So. A new variable in the equation of your fate. Sehr hilfreich. Was genau macht die Flamme eigentlich? Ach, dadurch kriegt man Resolute. Hä? Aber die Flamme ist Level 2. Okay, dann zählt das nur für das jeweilige Kapitel immer. Oh boyo. A little company for the long ride ahead. Listen. Practice. Improve. Was machen seine Sachen, wenn ich die verbessere? Das wäre echt schon ein richtiger Killer-Move, aber ich glaube, das spare ich mir lieber für bessere Fähigkeiten. Nur die Frage, welche besser sind. Das würde mehr heilen. Ich glaube, ich nehme das hier, weil das halt immer richtig krassen Damage macht. Und dann Cindys Heilfähigkeit noch. So, ich habe Geld. Ich könnte mir Sachen kaufen. Ich meine, das ist so günstig. Ich kaufe mir einfach dieses Laudanum. Ja, und dieses Wachs kaufe ich mir damit, Leute. Wie viele können das benutzen? Ein Target? Ja. Es wäre schlecht, wenn Leandro krank wird. Nee, so macht man das nicht. Ah, nur Adrian kann das nicht benutzen, okay. Ein Buff stand da. Das ist jetzt aber nur diese... Ja, keine Ahnung. Was steht hier eigentlich? Und das Haustier muss ich noch umbenennen. Ja, nenne ich es wieder Lilly. So, soll ich mir noch irgendwas kaufen? Ich muss das Laudanum ausrüsten. Wichtig. Das sinkt den Stress. Nee, ich behalte die 50 lieber. Rain, fire and rot. Is there no sanctuary from this madness? Oh wow, 100% hazardous routes. Ah, und ich darf einen Watchtower nicht benutzen. Damit ich dann diese Dangers nicht sehe. Oh, das ist ein bisschen dreist. Okay, und hier muss die Flamme einfach hell bleiben. Das mache ich. The front lines of a war that was never fought. Let's go! War gleich eine Academic Study. Unique Liquors. Na gut. Up ahead, the seat of our regrettable research.
Wenn man jetzt mit Alkohol belohnt. Ja. Dann nehme ich lieber Combat Items. An unexpected find. Ja, okay, aber. Na gut. Dann rüste ich sie einfach mal aus. Measured and steady. Oh ja, jetzt sollten die sich von Leo in Acht nehmen. Bonk. A promising development. Accumulation. So, ich hätte ihm vielleicht Laudanum geben sollen. Sanity returns. Und er überlebt das, okay. Aber wenigstens greift er nicht an. Resistance will overcome even the greatest of threats. We are the flame, burning brightly for all the world to see. Da kommt wieder eine Academic Study. Und ein Boss-Layer. Oh ja, für was entscheide ich mich? Armor brauchen wir. Ja, dann mach ich das. So, wieder full equipped. Safe passage along this stretch. A welcome reprieve. Was kriegen wir hier? Ein blutiges Bild, aha. Quirk positive. Oh, plus minus Stress. Beides dasselbe. Ich sehe gerade, Daniel hat nur 22 HP. Ich mache das hier mal mit Leo. Cosmic Hater, nice. Glaube ich? Ja. 20% mehr Damage gegen... Ach ne, Damage taken, aber 15% mehr Damage dealen, okay. Das kann nützlich werden für diese schweren Kämpfe.
zwei Hunde. Oh no. Mistimed, as directed. This wound, at least, has been tended to. Weggesniped mit seiner Handpistole hier. Oh. Adrian finished den Job. Sweet reprieve. Until the next test is put before you. So, die große Frage. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für Daniel. Chapter 4. Failing grade. Oh boy. Vindication. The human machine restored to action. Okay, das ist also der Professor, den sie Frankenstein-mäßig hier reanimated hat. Oh boy. Ihn soll ich heilen? Okay. Stabilize the patient ist die Mission. Stab? Aha. Ja, ja dann. Okay. Mission gewonnen oder? Ja. The shrieking and wailing was horrible. But the silence that followed was even worse.
Aha. Damit kann man also die ganzen Statuseffekte triggern. Okay. Wenn man dann einen Kampf schnell beenden will. Ja, man kriegt wirklich Loathing dadurch. Brace up. There is danger on this path. Emptied of mind and spirit by some existential shock, the poor devils roam aimlessly amidst the trees. Was bietet er uns an? Ach genau, wir hatten eine Healing-Salbe bekommen. Die wird auch gleich ausgerüstet. Ja, ich könnte mir sowas Teures hier kaufen. Woven Item. Okay. Flapjacks, ja. Polstes Item. Was ist denn ein Polstes? Haben wir das hier irgendwie? Ja, das hier, okay, das würde Resistance, nee, weiß ich nicht. Alles nicht so cool. Ich nehme mir das, um das Auto aufzutunen. Ja. Ein In-Item ist das, ja. Kaufe ich mir eins von. Ja, das hebe ich mir auf. The destination is never in question. Ha. Look ahead. A place to reflect, remember, and reconcile. Tja. Letzte Story jetzt hier. Chapter 5. Do no harm. Disposal of the body was a procedural affair. A carboy of acid would dissolve the thing and no evidence would remain. In the weeks that followed, however, she found herself unable to focus, sitting motionless at her desk, paralyzed by the ceaseless wailing that reverberated in her mind. Oh boy, zwei Fähigkeiten. Okay, die Gegner werden geschuffelt, sie können gestunt werden und werden schwächer. Ah ja, also wenn ich das nicht ausrüste, wäre ich glaube ich ziemlich blöd. Oh. Und hiermit kann sie auch noch Feuer-Damage machen. Und das auf alle Gegner. Ui, ui und ui. Ja, jetzt muss ich gut überlegen hier. Na gut, die ersten beiden Fähigkeiten, die benutze ich ja eigentlich nie. Also alle Gegner zum Brennen bringen, ja, ja doch. Und dadurch, dass sie jetzt eben brennen auch kann, kann sie eben alle drei Statuseffekte machen. Weswegen da ein Bild hier mit dem Ding ganz gut wäre. Aber Moment mal, wo ist denn jetzt ihre... die andere Fähigkeit gerade?
Oder war das eher so ein passives irgendwas? What? Oder bin ich einfach nur blind? Ach nee, hier ist es, genau. Zack. Warum wird das hier angeordnet, wenn es eine der letzten Fähigkeiten ist, die man kriegt? Ja, ich glaube, so ist das eine gute Kombi hier an Fähigkeiten. Ja, ich habe jetzt wirklich alle ihre Status hier ausgerüstet. Oh oh, ein Kosmik-Kampf. Mal gucken, ob ich die locker easy wegklatsche. Burn! Ja. Also ich würde mir gerne mal die Sachen hier durchlesen, aber... Hä? Okay. Ja, jetzt muss ich das einsetzen oder wie, aber niemand braucht wirklich Heilung. Ist das eine schlechte Fähigkeit, die er hat? Nee. Das ist was Gutes, aber das... Okay, ich muss jetzt ein Item verschwenden, oder wie? Ah, nee, er hatte die gar nicht ausgerüstet. Nee, aber die hat Adrian gehört. Ist die jetzt weg, oder war das dann kostenlos? Mysteriös. Sehr gut, einer weniger. Measured and steady. Steady yourself. Wenn ich Glück habe, kann ich die kaputt machen. Ah, das wird nicht. Jetzt wird sie eh wieder geheilt. Ah ja. So, jetzt muss ich meine Leute aber heilen.
Ah, und er hat sich hochgeheilt. Mist, hätte ich den mal angegriffen. Ah, das war dumm von mir. Stopp, Adrian stirbt. Ah ne, er hat noch zweimal Healing Salbe. Okay, dann ist das wirklich sehr gut. Mit dem Field Surgeon Skill. An unavoidable end. Nice. Ach, es greifen dann auch beide gleichzeitig an als Repost. Ja. Okay. Das muss jetzt sein am Ende des Kampfes, ja? Okay. We are the flame, burning brightly for all the world. Highwayman. Okay, das ist. Das wird ausgerüstet. The loathing whispers. Ja, das Loathing kann mal seine Klappe halten. So, er macht jetzt also mehr Crit im Nahkampf und Open Vein macht mehr Bleed Damage. So, erwartet uns jetzt hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Muss ich mich aber wirklich gut heilen jetzt, wenn ich da bin. There are yet places such as this, where a little light still gathers. Oh Mann. Ja, hört doch mal auf, so negativ zu sein. Wenn Adrian gedamaged wird, hat er eine 15% Chance, um blind zu werden. Okay. Leandro kann sein Maul nicht halten. Ja, cool. Hey, vier Kerzen. Nicht nur bei einem benutzen, oh Mann. Ich glaube, ich muss mir jetzt viel Heilkram kaufen. Listen. Practice. Improve. Das macht dann drei Feuer. Mhm. Und das hier macht noch ein paar andere gute Sachen, ja. Ui. Your coach must be maintained if it is to carry you where you must go. Conventional fare, but fairly priced. Ah, der hat nicht nochmal sowas zum Inheilen hier. Ah, schade. Plus 4 Tempo für eine Person. Für 8, ja, bitte. Jetzt gucke ich erstmal, was die nächste Stelle überhaupt ist. Oh boy. Was ist das denn? Sluice? Und hier steht gar nichts? Unmapped. Unexplored. Well, a risky proposition. Kann ich das noch ändern jetzt? Hm, ich lasse es einfach mal. Interessant.
Das hier soll ich einmal kaufen. Muss ich den Stress senken? Healing kaufe ich wieder. Und am besten auch einfach mal Essen für die restlichen. Ah, Daniel mag das nicht. Oder er ist voll. Ich glaube, Leo ist jetzt vergiftet. Oder? Nee, doch nicht. Aber das Disease-Ding ist irgendwie aufgeploppt. Ah, das ist diesmal, glaube ich, ein richtiges Loser-Team hier. So, 4 Tempo. Wer sollte das kriegen? Cindy. Kann man hier nicht draufziehen. So, und irgendjemand hat weniger Disease Resistance. Cindy ist auf 0. Okay. Und das ist plus 33%. Ja, jetzt ist die Frage. Ist das hier eine Prozentzahl? Weil wenn ja, würde die jetzt auf 33 steigen. Und wenn es hier aber nur eine Zahl ist, dann bleibt das auf 0. Das teste ich jetzt einfach. Aha, es sind also Prozentzahlen. Gut zu wissen. So, sie kriegt Laudanum. Und der scheiß Blutwein hier kann weg. Das kaufe ich auch nochmal. Ja, lass ich so. Das hat Stress gemacht. Okay. Cool. Ich glaube, jetzt muss ich wirklich nochmal dieses Pipeweed kaufen. War das das? Ja. Oh, einmal recht. Smoke it every day. So, wo führt uns die Reise jetzt hin? Ja. Resentment, the slowest and deadliest poison of them all. Ja, alle hassen sich. Ja, gute Fähigkeiten. Ja. So, das hier ist einfach nur das Sewer Level jetzt, ja. Definitiv so aus. Aber dann frage ich mich, warum da keine Mission oder irgendwas angezeigt wurde, wenn das nur so ein Standard-Level ist. Tread carefully and quickly. This is swine country. Ah, hier sind die Schweinegegner, also okay. Keine Karte. Ich verstehe. Und das werden alles Fragezeichen immer bleiben, ja. Also ist das hier doch ein bisschen besonders, das Level. Das sind aber keine Polizisten hier. Komisch. So, erstmal alle zum Brennen bringen. Der muss als erstes weg, weil der kann ja Leichen fressen. Mhm. Andere Musik höre ich. Okay, er wird nach ganz hinten gejietet. Kann er hinten überhaupt irgendwas? Kann auf jeden Fall angegriffen werden. Ah,
Oh, 21 Damage hat das gemacht. Au. So, der dürfte jetzt sterben. Nee, hatte ich schon benutzt. Hm. Oh, und das kann sofort alle Leichen wegmachen, die Fähigkeit. Die wird auf jeden Fall drin bleiben. Sehr gut. So, aber das war schon eine Herausforderung als so ein normaler Straßenkampf. Was ist das denn? Random Ally. Irgendein positives. Okay. Das klingt ganz gut. Ein Denn, nee, danke, aber muss ich ja wohl, oder? Ja, ich muss kämpfen. Burn. Measured and steady. So, jetzt würde ich gerne nochmal Feuer einsetzen. Ah ne, er frisst sie sofort, okay. Macht aber keinen Unterschied. Mhm. Hm, was möchte ich? Kann das auch blind wegmachen? Nee, leider nicht. Critical Spit. Und eine Krankheit habe ich gerade gesehen. Oh no. Er auch. Tarantism. Er kann hin und her bambuselt werden. Okay, cool. Turn Start. Ach du Scheiß, aber 15% Chance, ne? Okay. Oh. The enemy weakens and wanes. Eine sehr unerotische Gegend hier. This road cannot be walked alone.
Another impediment. Cleared with impunity. Get impedimented, you idiots. Or maybe I am the idiot. Who knows? Nope. Ja! No! Oh boy, drei Hunde. Ist alles andere als geil. Das war nicht die Fähigkeit, die ich eigentlich einsetzen wollte. Alle dodgen so, oh Mann. Measured and steady. A small foundation of trust. So, der sollte weg sein, sobald er dran ist. Ziehen einen die Hunde nach vorne. Ah, die Fähigkeit hat einen Cooldown. Das ist... Collaboration bufft uns alle. Wollte ich die Fähigkeit ausgerüstet haben? Irgendwie kommt mir das nicht so vor. Habe ich hier einen Fehler gemacht? Ja, stimmt. Ich wollte die Heilung drin haben, glaube ich. Und nicht dieses Prevention-Ding. Okay. Schlecht und dumm. Lethality writ large. Sehr gut. Und ihr dann alle von Leo. Jetzt noch mal eine Heilung hier durch. Sieht nicht so aus. Schade. Hm. Doch. Aber keine Heilung. Ah. Ich hätte angreifen sollen, glaube ich, aber egal. Passt. Was kriege ich denn dafür? Abandoned or forgotten. It is ours now. Hm. Discounted Stagecoach Items. Mhm. Na gut. So, bevor ich es vergesse, warum habe ich die Fähigkeit? Ah, und jetzt ist die gelockt. Ach, hat. Ach. Okay, also entweder habe ich einen Fehler gemacht, was ich mir nicht vorstellen kann. Oder weil dieses Negative getriggert wurde, hat er das hier unequipped und dafür dann das hier ausgerüstet. Also das ist ja richtig kacke. Oh Mann. Ja, ist alles unknown. Okay. Ja, hier unten im Sewer, einfach so ein Gebäude, okay. Oh, what is this? Trinket oder Combat Item? Trinket, please. Amidst the spoils, an artifact of unparalleled power. One random token. Okay. Ich riskiere das. Das wird Daniel kriegen. Analysis is invaluable until it becomes an excuse for inaction.
The swine were first reported by denizens of a small hamlet nestled on the eastern coast. Mhm. Oh, zweimal Healing Salbe. Ja, bitte, danke. Ich habe noch so viel, okay. Drei Leute haben jetzt Healing Salbe ausgerüstet. Was ist das hier? Das hier hört sich nach einem Bosskampfraum an, okay. Nee, ich könnte wegrennen. Nee, kann ich nicht. Cool. Achso, ich habe die noch gar nicht analysiert hier, die Leute. Let us take a closer look at the thing. As repulsive as it is. Steady yourself. Oh. Der Dude ist gefährlich, okay? Was wäre am besten? Das. Ah, jetzt ist sie auch krank. Ah, dadurch, dass Cindy seine Angriffe blockt, wird sein Repost gar nicht getriggert. Dann sollte ich das vielleicht nicht tun. So, warte, was war ihre Krankheit? Ich kriege ein oder zwei Damage, wenn sie Stress kassiert. Och. An opportunity. Squandered. Ich finde den Shift zu dem dreidimensionalen Charaktermodellen besser als im ersten Teil, wo die noch zweidimensional waren. Das sieht ästhetisch auch irgendwie dadurch interessanter aus. Well done. Geplättet. Hold fast, for who knows what lurks in the beyond. Das war nicht so. Oh, Cindy geht wieder ab. Das hat kein Damage gemacht. Na gut. Greater threats await those who dare. 10 mehr Damage, aber dafür weniger Tempo. Das ein guter Trade ist. Wir haben ja alle schon so relativ wenig. Naja, das rüste ich nicht aus. So, wie weit ist es denn? 15 Leaks noch.
Also ein Encounter oder so vielleicht noch. Ja. Noch so ein Ding. Oh no. Kann ich hier wenigstens mal wegrennen? Ja. Ich würde nur 16 Geld dadurch verlieren. Jawohl. See you later, fuckers. Und hier unten ist natürlich auch ein Valley drin. Ein Inn. Ja, fand ich jetzt nicht so schlecht, die Gegend. The familiar hearth crackles invitingly once again. Pillager Fearing, aha. Shroud a Scrounger. Peacemaker, das klingt auch gut. Und alle sind krank. Epic. Yes. Ich würde aber sagen, das reicht. Bye.